So und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Outnauts. Zwischen den Folgen ist schon wieder was passiert und zwar habe ich hier schon mal Holzkohle angefangen herzustellen zu lassen. Fehlt nur noch einmal das mit Eisenerz, aber darum werden wir uns jetzt kümmern, denn es ist auch keine große Schwierigkeit, das Ganze einmal einzustellen. Deshalb mache ich es mit euch, weil wir sowas sehr selten in dem Projekt machen werden. Und noch vielleicht Sachen ausprobieren können, mache ich das einfach nochmal mit euch zusammen. Denn sowas sieht man nicht jeden Mal, also ja, wie soll man sagen, passiert nicht jedes Mal und dann ist das so besser und interessanter für euch. Deshalb machen wir das auch direkt so. Warum habe ich oben den Boden hingestellt? Der kommt erstmal weg, so. Hier unten. Das erste, was wir einmal brauchen, ist, wir müssen nach hier rumlaufen. Wir brauchen einen Roboter. Nehme ich einfach dich hier. Ja, du bist ein kleiner, du reißt dafür aus. Aufgabe. Hände voll sind. Schubkarren. So ein bisschen modifizierter Bereich. Bis deine Hände einmal leer sind. Und dann darf der das einmal endlos dauerhaft machen. Somit beladet er hier das ganze Metall rein. Und tut es dann einmal hier nach unten schicken. Habe ich jetzt was eingeladen oder noch nicht? Warte, wo bist du überhaupt? Doch, ein. Also der kann maximal 16 auf einmal bringen. Heißt, es wären dann pro Schwung 4. Okay, es wäre dann nicht so viel Erz. Vielleicht brauchen wir da noch einen zweiten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch einen zweiten, der hier mithilft. Oder wir machen was anderes. Es wird vielleicht besser klappen. Ah, ich bin in der Wolke drin. Was ist in der Wolke? Ja, Wolken. Ich dachte schon, warum ist es so wieder so gekräuligt. Aber so. Das Laden machen wir später. Kann ja erstmal voll werden. Darum ist ja noch keine große Menge an Erz. Verbesserung. So, da stellen wir jetzt nämlich mal hier die Schuhe her. Jetzt 4 gute Zahnräder. Und zwar somit können die Roboter sich besser fortbewegen. Ja, stimmt, da können wir zwar auf einmal direkt nehmen. Mist. Hätte ich mal einmal das Laufen gespart. Und ich fange schon an, hier diese Roboter, wie heißt das hier? Roboterhirnverbesserung der Stufe 2 automatisch herzustellen. Denn die brauchen wir so oft, dass wir die auf jeden Fall immer haben und nicht immer herstellen müssen. Bis der fährt hoch, dann laufen wir nach hier oben. Wenn der vielleicht die Upgrade für Geschwindigkeit hat, dann läuft er vielleicht auch direkt mal schneller. Das ist nämlich meine große Hoffnung. Obwohl, wir können ja vielleicht nochmal nachgucken. Roboter, genau. Mal schauen, vielleicht noch die Roboterenergieverbesserung mit installieren. Könnte dann auf jeden Fall auch sehr hilfreich werden. So. Jetzt einmal hier die Schuhe ran. Ah, ist schon schneller, oder? Ich denke, er ist auf jeden Fall schneller, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich... Ja, aber so groß schnell ist jetzt eigentlich auch nicht. Ich dachte, jetzt ist er schon gut schnell, aber so wenig? Naja. Roboter, 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 dann kommt die auch mal weg. Aufnahme. 2 Erz ist da erst drin. Warum arbeitet der da oben nicht? So. Ja, komm, jetzt musst du dich ein bisschen beeilen. Ja, das wird vielleicht knapp. Komm schon. Ah, jetzt muss ich warten. Obwohl, ganz einfach. Dann bist du der Roboter, der davon holt. Die Holzkohle einmal holt. Wieder nach hier unten reinschmeißt. Hände leer sind. Endlos.
anfangen. So, hat der nämlich auch jetzt schon mal einen Einfall Sinn. Können wir eigentlich auch hier. Ah, vielleicht. Ne, ich glaube nicht, sonst wird da kein Lock dran. Sonst seht ihr, glaube ich, nur Brennstoff stehen. Ich glaube, wir brauchen da oben mehr Roboter, die die Metall abbauen. Ja, Metall, das dauert ja so ewig. Der kriegt da einen Teil hin. Oder wir brauchen einfach mehr Ladung. Ich glaube, wenn wir Katapulte haben, vielleicht wird das interessant, aber dafür brauche ich noch Forschung. So. Wir brauchen einen Roboter. Na, wir holen uns. Bist du gebraucht? Ah ja, du bist so ein Laderoboter. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt einen, weil das mache ich jetzt nicht mit dem Schubkarren, weil wir so viele Spitzhacken da oben nicht brauchen. Da sage ich einfach, der soll die einfach nach oben tragen, weil das wesentlich schneller geht und auch ressourcensparender ist. Ja, eigentlich wäre es egal, denn die Ressourcen kriegen wir ja eh endlos, dauerhaft. Deshalb wäre es ja sehr egal. Aber so finde ich es besser. So, hopp, lauf einmal nach da oben. So, und das machst du einmal endlos. Anhalten. Na, jetzt muss ich warten, bis der mal fertig ist. Ist immer gemein, bis man die eingestellt hat. Wie viel hat er denn da drin? 4. Ja, das dauert sehr lange, das Abbauen. Kann er jetzt mal fertig werden? Dauert nicht. Es wird jetzt langsam peinlich, wie lange der dafür braucht, gell? Kannst du jetzt mal bitte aufhören damit? Hallo? Aufhören? Das mag ich nicht. Okay, dann machen wir das erstmal hier unten. So, nächster Roboter. Nee. Ah, der. So, wir können schon mal nach unten laufen. Dann können wir dem einmal das Entladen sagen. Dann können wir nämlich schon mal Metall herstellen. Den Metall brauchen wir auf jeden Fall. Denn dann können wir auch bei Forschungen weitergehen. Denn wir brauchen von einem Metall, um die Forschung dafür abzuschließen. So, der Roboter müsste jetzt dann langsam auch kommen. Kommt er auch. So, du bist gleich da. Und dann bitte einmal nehmen. So. Nein. Hände voll sind. Da reinschmeißen. Dann einmal, bis deine Hände leer sind. Zack. Und dann brauchen wir noch einen Roboter. Ach, die brauche ich nicht mal so. Alles löschen. Und dann einmal sagen, nimm Metallerz. Und schmeiß es da rein. Ich weiß ja nicht, wie viel die davon tragen können. Endlos. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Metallerz. Hier sage ich. Na, jetzt muss ich warten, bis ich hochgelaufen bin. Ich glaube, ich muss davon mehr machen, die davon dann mehr. So. Bis deine Hände leer sind. Starten. Dann hole ich aber einmal mir kurz hier meinen Datenspeicher. Und damit können wir einmal die ganze Programmation abspeichern. Oder können wir das auch einmal so manuell... Bist du? Was nein? Ne, ich glaube, wir brauchen wenigstens einen Datenspeicher. Läuft dahin. So, einmal den Datenspeicher nehmen. Aber ich bin schon froh auf das Skateboard, denn somit sind wir auf jeden Fall schneller. Jetzt müssen wir einmal hier die ganzen Befehle kopieren. So, hochlaufen. Da flitzen wir durchs Wasser.
Aber ich finde, dass die Wege jetzt noch nicht so viel bringen. Vielleicht die Straßen könnten wirklich noch was rausreißen, aber. Ja, jetzt muss ich wieder warten, bis der fertig ist. Na, wo komm, dann mache ich erst den da. So. Da habe ich jetzt die Daten einmal kopiert. Und dann da einmal einfügen. Das mache ich jetzt dann kurz mal. Und dann haben wir auch eine komplett automatische Metallproduktion am Laufen gebracht. Müssen nur noch das Entladen optimieren, dass wirklich mehr Erz hin und her transportiert wird, dass auch der Wagen komplett ausgelastet wird. Denn wenn er da immer nur mit 2, 3 hin und her fährt, dann ist das ja nicht so das Wahre. Wir wollen ja schon da gut, dass er immer mit 16 runterfährt und oben noch ein bisschen was da liegt, aber auch nicht so viel da liegt, dass es nervig wird. Ja, los geht's. Fang an zu arbeiten. Aber somit würde ich auch mal sagen, was das mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und auch ein Abo. Somit werdet ihr die nächste Folge nicht verpassen, wo wir dann mehr mit unserem schönen Metallerz anfangen. Und dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.